das hausförmig aufgestellt, von einer Zeltbahn überworfen und mit Seilen, die an Zeltherrigen befestigt wurden, stabilisiert war. Erst neuere Materialien für Außenhaut und Gestänge machten die neue Form möglich. Jetzt wird, wie im Tunnelbau, mit einem elastischen Gestänge aus Glasfaserkunststoff ein Halbrund aufgebaut, an das das Innenzelt eingehängt und das Außenzelt übergeworfen wird. Die frühere, aufwendige, bei starkem Wind oder instabile Verspannung mit Schnüren, die dann an Zeltherringen befestigt wurden, entfällt. Der Aufbau eines Tunnelzeltes ist damit wesentlich einfacher und schneller zu bewerkstelligen. Gleichzeitig benötigt ein Tunnelzelt wesentlich weniger Platz zum Aufstellen und steht stabiler auch bei schwierigen Wetterverhältnissen. Mit mitgelieferten Herringen wird lediglich die Bodenplatte am Untergrund befestigt. Wie funktioniert ein Tunnelzelt? Es funktioniert als ein geräumiges Zuhause für den Nutzer. Es hat im fast gesamten Flächenbereich Stehhöhe. Zumindest nimmt die Höhe zu den seitlichen Wänden wegen der Tunnelform nicht so extrem ab, wie das bei einem früheren Zelt der Fall war. Das Raumangebot bereits in einem Drei-Personen-Zelt ist so, dass eine Wohnkabine von der Schlafkabine abgetrennt werden kann. Ein solches Zelt hat bereits in aller Regel drei Eingänge. Dabei kann der vordere Eingang als Sonnendach ausgestellt werden. Im sogenannten Wohnbereich sorgen zwei Fenster für Luft und Licht. Zusätzlich befinden sich in den Ecken Lüftungsöffnungen, die für dauerhafte Luftzirkulation sorgen. Die Türen zur Schlafkabine ist meist als Moskitotür ausgeführt, aus Moskitogase. Alle Türen und Fenster können von innen blickdicht verschlossen werden. In den Tunnelzelten für Camper ist in der Schlafkabine ein sogenannter Organizer eingebaut. Der Camper hat hier die Möglichkeit, seine wichtigsten Utensilien zu verstauen. Das Zelt funktioniert auch als eine gut isolierte Behausung, da bereits eine Bodenplane aus entsprechendem Material angenäht bzw. einhängbar beigeliefert ist. Ein solches Tunnelzelt ist ein wahres Platzwunder im Verhältnis seiner Packmasse. Meistens wird dann noch ein Apsis am Kopfende angenäht, die einen umfangreichen Stauraum anbietet. Wofür verwendet man ein Tunnelzelt? Je nach Ausführung und Ausstattung wird ein Tunnelzelt zum Camping oder zum Trekking benutzt. Der Camper, der in aller Regel für mehrere Tage, womöglich für Wochen, an einem Platz verweilt, wird besonderen Wert auf Komfort, auf möglichst großen Wohn-, Schlaf- und Stauraum legen. Er wird ein Tunnelzelt wählen, das neben dem Wohn- und Schlafraum noch einen Vorraum bzw. ein Vorzelt bietet und eine Apsis aufweist, die als Stauraum für Gepäck und Lebensmittel in aller Regel am Kopfteil angekoppelt ist. Er wird auch darauf Wert legen, dass viele Lüftungsmöglichkeiten vorhanden und viele Fenster für ausreichend Licht in Wohn- und Vorraum eingeplant sind. Wenn das Tunnelzelt aber zum Trekking dienen soll, so wird ein solches Zelt in abgespeckter Form, heißt ohne Vorraum, Apsis oder so manches Fenster angeboten werden. Hier kommt es nicht auf Komfort, sondern vor allem auf möglichst geringe Packmasse und vor allem auf ein besonders geringes Gewicht an. Trotzdem wird der moderne Trekker nicht auf eine gewisse Grundgröße mit ausreichend Schlafraum verzichten wollen, aber womöglich ohne Wohnraum auskommen. Zusätzliche Gewichtersparnis wird durch die Auswahl des Materials für das Gestänge erzielt. Besonders leicht sind hier Gestänge aus Aluminium. Die Komfortzelte aber werden in aller Regel mit Gestänge aus Fiberglas und Aufstellstangen aus Stahl geliefert. Wie groß ist ein Tunnelzelt? Die Angebote richten sich nach dem Bedarf an Schlafplätzen. Entsprechend teilt man Zelte in 2, 3, 4, 5 und 6 Personenzelte ein. Das Schlafplatzangebot bestimmt im Wesentlichen den Grundriss und damit die Größe eines Zeltes. Dazu kommen dann Vorraum, Wohnbereich und eventuell ein Apsis im Kopfbereich. Ein solches Zelt für 6 Personen kann dann leicht auf einen Grundriss von 6 mal 3 Metern kommen. Wichtig ist auch die Innenhöhe. Sie fängt bei ca. 150 cm an und erreicht bei einem 6-Mann-Zelt die stattliche Höhe von 195 bis 200 cm. Ein wichtiges Kriterium für ein Tunnelzelt sind seine Packmasse und sein Eigengewicht.
diese Masse fangen bei einem Dreimannzelt bei diese Maße fangen bei einem Dreimannzelt bei 64 mal 18 mal 18 cm und einem Gewicht von 5,5 Kilogramm an und steigern sich für ein Zelt für 5 Mann auf 70 mal 29 mal 29 cm mit einem Gewicht von ca. 15 Kilogramm. Bei weniger Komfort und Ausstattung kann ein 6-Mann-Zelt aber auch nur 8 Kilogramm erreichen. Was kostet ein gutes Tunnelzelt? Natürlich richtet sich der Preis vor allem nach der Zeltgröße, dann nach der Ausstattung und nach dem Material, aus dem das Zelt, die Bodenplane und auch das Gestänge produziert worden sind. Ein preiswertes, einfach konstruiertes, aber natürlich voll funktionsfähiges Dreimannzelt wird bereits zu einem Preis von etwa 70 Euro angeboten. Der Lieferumfang umfasst das Außenzelt aus 100% Polyester, PU beschichtet, das Innenzelt aus 100% Polyethylen, wasserdicht, Bodenplane aus 100% Polyethylen, Gestänge komplett aus Fiberglas, 7,9 und 8,5 cm Stärken, Abspannmaterial und Packsack. Beim 6-Mann-Zelt kann man ein brauchbares Tunnelzelt bereits ab ca. 280 Euro erwerben. Wieder besteht das Außenzelt aus 100% Polyester, PU beschichtet, das Innenzelt aber aus einem atmungsaktiven Polyester, der Boden wieder zu 100% aus Polyester, das Gestänge aus Aluminium. Dieses Zelt ist speziell für Trekking konstruiert, mit einem extremen Raum, Gewichtsverhältnis, aber eben auch mit einigen Einschränkungen an Komfort und Ausstattung. Der Preis ist daher auch besonders günstig. Ein Komfort-6-Mann-Zelt wäre nicht unter 650 Euro zu haben. Wobei es auch noch teurere Tunnelzelte gibt, was je nach Ausstattung und verwendetem Material sehr unterschiedlich ausfallen kann oder wenn man es zum Familienzelt erweitern will. Was ist die Wassersäule beim Tunnelzelt? Wie leicht ersichtlich ist ein wichtiges Kriterium die Wasserfestigkeit, sprich Dichtigkeit eines Zeltes, da in aller Regel nicht zu vermeiden sein wird, dass auch eine Übernachtung bei Starkregen im Urlaub oder auf der Trekkingtour eintritt. Ein untrügliches Maß für die Robustheit einer Zelthaut ist die Angabe der Wassersäule, die diese Haut verträgt, ehe sie Feuchtigkeit durchlässt. Diese Wassersäule wird nach einem Verfahren für jeden Zeltstoff, der in die Verarbeitung kommt, erforscht. Unter festgelegten internationalen vereinbarten und genormten Kriterien. Deshalb wird für jedes Zelt, das in den Handel kommt, ein Maß in Millimeter für die Höhe der Wassersäule angegeben, die ein Zeltstoff aushält, ehe er Feuchtigkeit durchlässt. Ein Zelt in der günstigen Preisklasse wird meist mit einem Material, das an der Wassersäule bis 3000 mm standhält. Bei einem besseren Angebot werden 4000 oder 5000 mm angeboten. Bei Trekkingzelten ist sogar eine Wassersäule von 6000 mm erwünscht, da man hier davon ausgeht, dass es unter besonders schwierigen und extremen Bedingungen zum Einsatz kommen kann. Wie viele Personen können in ein Tunnelzelt? Wie bereits mehrfach erwähnt, wird die Zeltgröße eigentlich nach Personenkapazität angegeben. In den Angeboten der gängigen Zelthersteller findet sich also meist keine Grundrissgrößen, sondern die Angaben 3 Personen, 5 Personen Zelt und so weiter. Damit ist die Frage, wie viele Personen in einem Tunnelzelt Platz finden, eigentlich schon beantwortet. Wenn man nicht berücksichtigen wollte, dass viele, zumindest der größeren Zelte, einen getrennten Wohn- und Schlafraum aufweisen. Es wäre also durchaus denkbar, dass man diesen sogenannten Wohnraum auch als Schlafraum benutzt, zum Beispiel für Kinder oder vorübergehend als Schlafraum für Gäste. So kann aus einem 5-Mann-Zelt leicht eine Behausung für 7 bis 8 Personen werden. Hat das Zelt noch zusätzlich ein Vorzelt, so können daraus ohne weiteres auch 10 bis 12 Schlafplätze organisiert werden. Ein fertiges, ideales Familienzelt ist geboren. Schütze das Tunnelzelt vor Regen. Dazu ist es natürlich nicht konstruiert. Im Gegenteil, von einem guten Zelt wird ein kompletter Schutz vor Regen erwartet. Deshalb ist ja auch die Angabe der Wassersäule für die Zelthäute so wichtig und es ist deshalb nicht notwendig, das Zelt vor Regen zu schützen. Das Material und auch die Zeltkonstruktion
ist so ausgedacht, dass das Zelt bis zu einem gewissen Grade unempfindlich gegen Regen oder sonstige Wetterverhältnisse ist. Wie lagert man ein Tunnelzelt? Selbstverständlich muss wie bei jedem Outdoor-Artikel darauf geachtet werden, dass er vollkommen trocken verpackt wird. Die Verpackung erfolgt in der jedem Zelt mitgelieferten Packtasche. Aber kleinste Feuchtigkeitsreste, die sich in der Zelthaut noch befinden könnten, würden bei längerer Lagerzeit erhebliche Materialschäden verursachen. Ist das Zelt aber in einwandfreiem Zustand und vollkommen ausgetrocknet eingepackt worden, ist keine besondere Sorgfalt mehr beim Einlagern erforderlich. Die Packtasche ist aus einem Material hergestellt, das wasserabweisend ist. Alles Material, aus dem das Zelt besteht, also auch Gestänge, Bodenplane, Innen- und Außenzelt, sind verrottungsfest. Die Packtasche kann also bedenkenlos überall gelagert werden. Der Lagerraum kann sowohl feucht als auch trocken sein. Er muss nicht klimatisiert sein. Die Lagerung in Garage oder dem Dachboden ist völlig unbedenklich. Wie schon gesagt, es muss sichergestellt sein, dass der Inhalt der Packtasche vollkommen trocken und sauber ist. Worauf sollte man beim Kauf eines Tunnelzeltes achten? Neben dem günstigen Preis und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind folgende Kriterien zu beachten. Erstens, das Material von Innen- und Außenhaut sollte aus atmungsaktivem Kunststoff bestehen. Zweitens, die Bodenplane sollte ganz oder teilweise abnehmbar sein und aus 100% Polyethylen bestehen. Drittens, für das Zelt sollten ausreichend viele Lüftungsöffnungen angeboten werden. Am besten in jeder Ecke eine, zusätzlich zu Türen und Fenstern. Viertens, die Trennwand zwischen Wohn- und Schlafraum sollte aus einem Moskitonetz bestehen, was von innen blickdicht verschließbar gemacht werden kann. Fünftens, wenn das Zelt als Trekkingzelt genutzt werden soll, dann ist sehr auf das Eigengewicht zu achten und auf eine hohe Wassersäule. Sechstens, es sollte mehrere Eingänge und Fenster vorgesehen sein, davon ein Eingang als Sonnendach ausstellbar. Siebtens, wird das Zelt als Campingzelt genutzt, sollte das Raumangebot großzügig bemessen sein, also zum Beispiel mit Vorraum und/oder Apsis. Die Möglichkeit zum Ausbau als Familienzelt sollte im Auge behalten werden. Und achtens, nicht zu verachten sind sogenannte Organizer im Schlafraum und sehr zu empfehlen ist, dass bereits Aufhänger für eine Dachbeleuchtung angebracht sind. Welches Zubehör gibt es für Tunnelzelte? Selbstverständlich eignet sich jedes Campingzubehör, was ja in vielfältiger Art und Form im Handel erworben werden kann. Speziell für ein Tunnelzelt ist sehr zu empfehlen, stärkere und längere Heringe anzuschaffen, als sie in der Grundausstattung mitgeliefert werden. Diese sollten aus Stahl hergestellt und eventuell auch länger als üblich, 30 statt 20 cm, sein. Nur damit kann die einwandfreie und straffe Befestigung der Bodenplane auch in hartem und besonders weichen Böden erreicht werden. Die gute Befestigung der Bodenplane auf dem Untergrund garantiert den festen Halt des gesamten Zeltaufbaus. Das Zelt sollte ja auch heftigen Sturm und Regen standhalten. Unbedingt empfehlenswert sind auch entsprechende Deckenbeleuchtungen. Diese werden einfach an der Decke für die dort bereits vorinstallierten Halterungen eingehängt. Für ein Familienzelt ist ein entsprechend großes Vorzelt unerlässlich. Kinder wollen und müssen auch bei nicht so freundlichem Wetter einen Ort haben, in dem trockenes und warmes Spielen möglich ist. Auch als zusätzlicher Stauraum ist ein Vorzelt geeignet und ein idealer Platz für eine Küchenbox, in der alle Utensilien untergebracht werden, die für den Campinghaushalt unverzichtbar sind. Eine Küchenbox ist ein Muss als Zubehör. Ein weiteres Muss ist ein Sonnendach, denn selbst in unseren Breiten und bei kurzer sommerlicher Sonneneinstrahlung kann sich ein solches Familienzelt schnell und unangenehm stark erwärmen. Alle Lüftungsöffnungen können die Erwärmung nicht so gut verhindern, wie es ein Sonnendach erreicht. Für die Bequemlichkeit und entsprechenden Komfort sollte dann entsprechende Campingmöbel hinzukommen. Neben ausreichend Stühlen gehören auch bequeme Sessel und/oder Liegestühle zu einem ordentlich ausgerüsteten Campinghaushalt. Last but not least,
eigentlich von entscheidender Bedeutung für einen erholsamen Urlaub sind die Schlafutensilien.